Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dorfleben. Es schifft. Er ist absolut am Schiffen. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben, außer dass wir hier ein bisschen Terraforming betrieben haben. Und ich glaube, das war auch fast alles, was wir überhaupt gemacht haben. Aber lassen wir uns nicht von abbringen. Wir werden heute... Was machen wir heute? Wollen wir noch ein bisschen weiter Terraforming betreiben? Ich würde sagen, ja. Dass wir einmal so das grobe Dorflayout fertig kriegen. So, doch bevor wir das machen... Hier können wir auch einrichten. Machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ja gut, es regnet nur. Das heißt, wir müssen leider... Leider damit leben. So, Cobblestone hier mal auf Seite. Dirt behalte ich mal. Das kann ich eigentlich an Dirt behalten. Wo haben wir denn unsere grüne Kiste? Da ist unsere grüne Kiste. So, das kommt auch weg. Die Chest können wir eventuell sogar mal vor unser Haus stellen, dass wir hier mal so quasi was zum Schnellabladen haben. Machen wir mal hier so. Und dann können wir hier immer schnell unsere Sachen abladen, die wir abgebaut haben. Ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, dass wir hier irgendwo einen Aufgang haben wollen. Und dann wird doch auch das, genau das sein, womit wir anfangen heute. So. Der ist ein zu viel. So. Denn wenn ich mich recht erinnere, waren das immer drei. So. Und dann hier hoch. Dann können wir nämlich den hier oder den hier. Welchen reiße ich ein? Ich habe immer noch kein Schwert. Da sollte ich mich vielleicht auch mal drum kümmern. Boah, der hat Eisen gedroppt. Habe ich ja schon fast ein Schwert. Ich glaube, ich reiße den hier ein, weil der noch näher an dem hier dran ist. Und deshalb machen wir den zu und gönnen uns den Platz für ein Gebäude, was hier eventuell hochkommt. Na. Hier geblieben. Fackel ist wichtig, dass man überhaupt was sieht. So, dann haben wir hier nämlich genug Platz, um hier ein Gebäude hinzuzimmern. Und die Ecke hier können wir mit Sicherheit auch für irgendeinen kleinen Eingang oder so nutzen. Eventuell was überdachen darüber. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich habe die ganze Zeit... Falls ihr euch wundert, warum ich zwischendrin hier so am Crouchen bin, ich spiele nebenbei halt auch im Stream sehr gerne mal eine Runde Fortnite. Und in Minecraft ist es halt Steuerung für Sprinten und Shift zum Crouchen. Und in Fortnite ist es halt einfach Shift, um zu sprinten. Deswegen bin ich da immer etwas Konfuzius. So. Aber... Wir müssen das hier alles einhochziehen, denn ich habe mich gegen diese kleinen Treppen entschieden und möchte wirklich nur diese großen Ebenen haben. Alles, was klein-klein ist, können wir später noch hinzufügen. Jetzt möchte ich einmal ein sauberes Layout für die Stadt haben. So. Und das sieht so aus. Zack. Ja, komm mal her hier. Mr. Zombie. Jawohl. Lässt ja gar nichts fallen. Dann werde ich aber auch definitiv mehr Dreck brauchen als das bisschen, was ich hier dabei habe. Oh. Müssen wir jetzt hier auch noch aufpassen. So, da. Jetzt ist halt die Frage, möchte ich das Ganze wirklich hier so machen?
Dann ist mein Haus hier halt direkt an so einer Kante. Hier werde ich das auf jeden Fall noch etwas reinziehen. Wahrscheinlich bis hier so. Dann bin ich halt so ein bisschen versteckt mit meinem Haus. Was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist. Aha. Ey. Trickshot Skeleton hier. Aber da ich das Monster spawn, sagt mir das doch eigentlich, dass Nacht ist, oder? Oh, there are monster nearby. Ja, 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 ja. So. Eisen hier rein. Mob Drops. Zack, zack, zack. Und dann nehmen wir jetzt mal noch ein bisschen Dörte mit. Dörte können wir dann jetzt heute nicht genug haben. Da kann ich schlafen. Dann verbrennen die bösen Nachbarn. Und ich mag brennende Nachbarn. Hörst du? Ja. Burn, Baby, burn. Und zünd mich an. Ja, komm. Jetzt kann ich die ja hier auch aus der Hand rausnehmen. So. Von überall schießen hier gerade die Nachbarn auf mich. So, jetzt muss ich wahrscheinlich auch die Schafe umsiedeln. Denn die würde ich eigentlich nur ungern verlieren und hier in der Wildnis rumrennen lassen. So, aber erstmal baue ich drumherum. Kann ich umsiedeln, wenn der ganze Boden hier steht. So. Wird natürlich jetzt auch gleich bitter für die Kirche. Denn die Ebene hier muss natürlich richtig groß werden, damit hier auch eine Kirche Platz findet. So, und dann bis hierhin werde ich diese Ebene ziehen. Und das hier dementsprechend abreißen. Wie ich das mit dem Berg mache, muss ich dann noch schauen. Wie ich den dann mit hier in die Stadt einarbeite. Vor allem in mein Haus. Aber auch das kriegen wir hin. Jetzt gewinnen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Was ja auch nicht verkehrt ist. Zumal wir uns dann ja auch gleich mal ein bisschen um Weizen kümmern können. Mal wieder ein paar Kühe züchten. Das Schaufel Nummer 1. Denn ein paar mehr Kühe wären schon ganz nett, da wir ja doch noch einiges am Bücherregal noch brauchen. Und das geht nun mal nicht ohne Leder. Man dreht etwas durch beim Erde bearbeiten. So. Dann hauen wir hier jetzt noch die Steine weg. Machen wir einigermaßen gerade hier den Berg. Den, was wir haben, das haben wir. So, haben wir die ganzen Steine hier weg.
Dann haben wir hier nämlich einiges an Platz gewonnen. Hier können wir dann mal schauen, was wir da noch hinzimmern. Irgendwas kommt da bestimmt hin. Eins der wenigen Sachen, wo ich jetzt mal direkt so keine Idee habe. So, das Ganze hier ist nur 4 hoch, wohingegen das hier 1, 2, 3, 4, 5 hoch ist. Was es da aber halt auch schon war und die oberen Geschichten sind ja auch 5 hoch. Nur das hier kann ich nicht noch einen runterlegen und hochsetzen, alles möchte ich auch nicht. Heißt, die erste Ebene ist etwas geringer und dann geht es wirklich steil hoch. So. Ja, das hier muss alles aufgefüllt werden. Ja, das wird ja ein Spaß. So, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr heute so gemacht habt, was ihr euch eventuell noch von dem Let's Play erhofft, ob ihr Ideen habt bezüglich Gebäuden, was alles hier noch hin muss. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, Taverne, Kirche, das sind so große Sachen, die auf jeden Fall hier mit reinkommen. Also wenn euch da irgendwas in den Sinn kommt, gerne einfach mal in die Kommentare hacken. Da freue ich mich drüber. Denn das sind dann auch so Sachen, da kann man dann wunderbar, während man hier einfach nur so ein bisschen vor sich hinbaut, einfach mal drüber reden. Denn ansonsten ist das halt nicht spannend, was hier gerade passiert. So, das kann man auch nicht schönreden. Das ist einfach eine Fleißarbeit, die einmal gemacht werden muss. Alles, was schön ist, baut hierauf auf. Aber das selber ist unschön. So. Fackellos hier mal wegmachen. Dip, dip. Die nehme ich mit. So. Bup, 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 bup. Da ist auch der nächste Stack Dirt weg. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich hier so richtig jetzt erzählen soll. Denn, ich meine, ich platziere Erde. Viel mehr wird hier nicht passieren. Es gibt auch nichts Unspannenderes. Muss ich ja mal sagen. Ich meine, wenn es wenigstens noch Nacht wäre, dann könnte uns wenigstens irgendein Zombie noch überraschen. Aber so kloppen wir einen Stack nach dem nächsten hier durch. Und schauen, dass wir hier alles mal begradigt kriegen. Ich meine, es geht ja zum Glück relativ schnell. Ne? Also, wir haben ja hier schon einiges begradigt. Wir haben ja nicht, wer weiß, was für ein Riesendorf hier und auch nicht, wer weiß, was für Riesenpläne. Also, es ist schon groß. Gar keine Frage. Ne? Aber da gibt es deutlich größere Basen, die schon auf YouTube gebaut wurden im Survival Mode. Da bewegen wir uns noch in einer absoluten Norm. Und ein, zwei Folgen müssen nun mal sein, wo ein bisschen nur geterraformt wird. Ansonsten kommen wir ja gar nicht voran. Und offstream möchte ich es auch nicht machen. Weil ich kenne mich. Wenn ich es offstream mache, mache ich es im Creative Mode. Damit es schneller geht. Und nö. Das hier ist eine Survival-Welt. Das möchte ich nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Minecraft jetzt erst wieder als Let's Play angefangen habe. Einfach um mich selber zu zwingen, das Ganze mal im Survival-Mode durchzuziehen. Weil ansonsten denke ich mir, ja komm, ob du jetzt die drei Materialien farmst oder jetzt mal eben in Creative-Mode gehst und dir die gibst, ist doch nicht das, ist doch genau das Gleiche. Und das ist genau das, was mir immer an Minecraft den Spaß raubt. Bin ich. Ich raube mir den Spaß. Und so kann ich mir vorstellen, werde ich auf jeden Fall lange Zeit noch Spaß an Minecraft haben. Was war das denn, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht.
So. Wenn das hier begrünt ist, haben wir hier zumindest auch eine schöne Grasfläche. Dann sieht es nicht mehr ganz so karg aus. So, also wir haben hier schon eine gute, große Fläche, kann man schon nicht anders sagen. Aber ein bisschen muss noch. Vor allem darf ich hier hinten hin dann auch wieder richtig viel abtragen. Denn wir müssen ja auch wieder 5 runter, ne? Was wir raufgehen, geht auch wieder runter. Wir werden keine ganz tiefe Ebene mehr auf Meeresebene hier hinten hinbekommen. Dafür sind wir jetzt hier dann doch zu hoch mit dem gesamten Plateau. Aber eine niedrigere Ebene gibt's noch. Und hier Richtung Baumfarm. Ja, die werde ich wohl auch hochziehen müssen. Die werde ich auch hochziehen müssen. Die werde ich einmal abholzen. Und einen hochsetzen. So. Und hier Richtung Kirche zeichne ich jetzt schon mal so grob ein, wie die Ebene hier dann verlaufen soll. So. Und so langsam neigt sich auch mein Dirt-Vorrat hier zu Neige. Das ist ja skandalös. Und da wird es auch Nacht. Und damit hier wenigstens ein bisschen Action in die Folge reinkommt, würde ich sagen, machen wir nachts hier auch mal weiter. Vielleicht überrascht uns ja der ein oder andere Zombie. Wunderbar. Ein paar Brote geknuspert. Damit wir zumindest unsere Leben etwas auffüllen. So. Hier drunter auffüllen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann bringen wir alles hier schon mal auf die richtige Höhe. Und hier können wir dann nämlich auch den Knick machen. Bis hierhin hätte ich das Ganze gerne aufgefüllt, dass wir so einen leichten Kranz noch um die Baumfarm drumherum haben. So. Hey! Was soll das denn, hä? Sag mal, Mister. Hör mal auf hier. So. Wollte schon sagen. So, letzter Stack Dirt, den wir mitgenommen haben. Hey! Sag mal. Hey! Jawohl, geht doch. So. Dann kriegen wir zumindest noch so fast den Weg bis zur Baumfarm komplett hin. So und so. Ja, wunderbar. Dann stufen wir die Baumfarm nämlich einen hoch. Hier das Ganze sinkt einen runter. Was hier jetzt noch Kirche ist, muss weg. Also das muss halt wirklich komplett weg. Wenn wir eh schon mal hier sind. So. Zack. Dann reißen wir doch mal eben hier die Kirche ab. So.
Rundherum wird hier alles abgetragen. Aua. Sag mal. Hörst du auf? So fangen wir hier gar nicht an. Los, bring ich mir erstmal ein Brot weg. Schade ums Glas. Aber muss halt weg. So, dip. Wichtig ist, dass wir die Mossstones mitnehmen. Dann können wir unser Haus nämlich noch so ein bisschen verschönern. So ein bisschen eingewachsener gestalten. Ich wollte jetzt nämlich nicht alt und gammelig sagen. Das klingt irgendwie nicht so schön. Auch wenn es im Endeffekt genau das ist. Unser Haus wird alt und gammelig aussehen. Hey Junge, du hast eigentlich kein Dach mehr über dem Kopf. Ich würde mir allmählich mal eine andere Bleibe suchen. Dann pass mal auf. Ich komme gleich auch zur Tür. Dann hast du keine Tür mehr. Das ist dann richtig bitter. Aber was anderes außer und fällt ihm dazu, glaube ich, nicht ein. Ich glaube, er ist etwas verwirrt, dass wir hier gerade die komplette Kirche abreißen. So. Ich weiß nicht, ob er das hier noch als Haus ansieht, denn er rennt ja noch nicht weg. Also irgendwie als Bleibe scheint das noch anzusehen. Scheint aber wahrscheinlich auch irgendwie nur noch an der Tür zu liegen. Denn alles andere spricht nicht mehr so für Haus. Ja, Junge, du stehst jetzt sogar auf den Mauern. Also, so langsam solltest du kapieren, dass das hier nichts Sicheres mehr ist. So, da wir jetzt hier kein Licht mehr haben, nehme ich mal Fackellos in der Hand, damit ihr auch weiterhin was sehen könnt. Und wenn wir die Kirche hier abgerissen haben, ist auch die Folge schon vorbei. Haben wir heute doch noch was richtig Spannendes gemacht. Wir haben die Kirche abgerissen. So. Ja, Junge, du stehst hier gleich auf offener Fläche. Wenn dann ein Zombie kommt, musst du dich nicht wundern. Also irgendwie sieht er das hier immer noch als Haus an. Oh, er ist einfach runtergegangen, alles klar. So. Dann gehen wir jetzt hier einmal runter in die Grube. Wenn du dich hier sicher fühlst, Jung, bleib hier. Ich schreib dir nicht vor, wo du hinzugehen hast. Das ist natürlich doof. Die Bücherregale müssen wir wahrscheinlich nochmal abmachen. Die werden den Platz noch wechseln. Ja, hallo. Muss ich natürlich auch drauf aufpassen, dass nicht all meine Dorfbewohner irgendwie konvertiert werden. Zur Not habe ich ja noch Egon. Ja, Egon, du kommst da oben nicht mehr runter, ich weiß. So, aber das war's dann auch wieder mit Minecraft Dorfleben für heute. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, macht's besser. Haut rein, bis denne. Ciao.